Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Goody Games News and More. Es hat heute wieder Let's Play Hitman 47, muss immer noch die letzten Saints eliminieren. Also noch mehr Latexnonnen für uns, die wir aufschlitzen, die den Kehle zudrücken oder sonstige Geschichten. So, das Schöne hier an dieser Stelle ist jetzt auch erstmal, wir können hier diese Verkleidung annehmen, die Vogelscheuche. Ihr seht jetzt, wir haben 1 von 11 erledigt. Das heißt, wir müssen 10 Typen umhauen im Vogelscheuchenkostüm. Dafür gibt es dann auch wieder eine Herausforderung. Ich habe die Offscreen auf jeden Fall gespielt. Ob ich sie hier im Let's Play gemacht habe, ich weiß es nicht genau. So, wie gesagt, 3 Nonnen sind noch fällig. Den Typen habe ich jetzt einfach nur umgehauen, tja, weil er halt da war. Und damit haben wir schon Vogelscheuche 2 von 11 erledigt. Wie gesagt, das war einfach der Grund. Das Wunderbare an dem Vogelscheuchenkostüm ist einfach der wahnsinnige Vorteil, dass wir, wenn wir uns gar nicht bewegen, seht ihr, da steht es ja auch, das Maisfeld verbirgt sie, wenn sie unten bleiben und ruhig sind. Der kann wirklich fast auf meinem Kopf stehen. Solange ich im Vogelscheuchenkostüm bin, bin ich hier fast unantastbar. Alle? Solange ich mich nicht bewege, natürlich. Alles klar, over. Ma'am, das Säuberungsteam hat gerade die Leichen von Team 1 gefunden. Das war ein Profi. Unsere Zielperson ist immer noch da draußen. Ja, und die Zielperson ist auch fast neben dir, Junge. Geben Sie auf, er bleibt schon zurück. Ganz dummer Fehler. Ganz dummer Fehler. Einmal die Klavierseite ausgepackt. Ja, da röchelt er nur noch. So, Vogelscheuche 3 von 11. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es hier im Let's Play gemacht habe. Das ist wirklich, es macht irgendwie echt einen tierischen Spaß, hier einfach durchs Maisfeld zu kriechen. Mir die Typen hier rauszupicken. Weil es ist mal wirklich eine Mission. Ich meine, wie gesagt, ihr seht auf dem Radar, es sind verflucht viele Leute unterwegs. Da hier, da neben mir schleicht er schon wieder. Geben Sie auf, 47, Sie haben schön keine von Chance. Hinten anschleichen. Und da haben wir doch schon, ne? Also. Wie gesagt, wir bekommen natürlich gut Minuspunkte dadurch letztendlich. Aber man muss ja auch mal ein bisschen Spaß haben, ne? So, die schöne Agenturwaffe haben wir auch gleich noch mitgenommen. Und weiter im Schleichgang durchs Maisfeld. Also wie gesagt, es macht einfach wahnsinnig Spaß. Und da oben sehen wir, 3 Nonnen haben wir noch als Ziel. Oh, da ist noch eine Vogelscheuche. Trecker. Und da hinten sehe ich schon Kontrollpunkt leuchten. Das ist sehr schön. Und da rennt auch ein Typ durch die Gegend. Müssen wir gucken, der ist natürlich außerhalb des Maisfeldes. Also an dem müssen wir uns wirklich heranschleichen, wenn. Mal gucken, er kommt zurück. Ach, ist ja nett. Na komm, näher. Na komm, 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 komm. Herrlich. Ja, schön an mir vorbeigehen. Das finde ich lieb von dir. Jetzt brauchen wir uns noch einmal umdrehen. Sind in seinem Rücken. Ich bin hier schön vorsichtig. Ich will es ja nicht versauen, weil wir auch die Herausforderung möchte ich natürlich schaffen. So. Oh, jetzt dreht er sich um, ey. Ich fasse es nicht. Kleines bisschen zu spät X gerückt. Ihr seht, sobald ich mich bewege, weil ich will jetzt hier in seinen Rücken. Jetzt. Na also, da ist er down. Da ist er down, so muss es sein. 5 von 11 und jetzt können wir uns da vorne erstmal den Checkpoint schnappen. Oder? Ja doch, doch. Nehmen wir erstmal den Checkpoint, sicher, sicher. Das Schöne auch an diesem Checkpoint-System ist, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im letzten Let's Play oder so irgendwo erwähnt habe. Wenn ihr mehrere habt, den kann ich jetzt nicht nochmal aktivieren, aber sollte ich einen anderen aktivieren, dann kann ich wieder hierhin zurückgehen und den aktivieren und so mich halt praktisch so nach und nach voranbringen. Aber in den meisten Levels gibt es ja nur einen Checkpoint. Oder halt, es gibt halt keine, wo es wirklich sich lohnt zurückzugehen. Hier ist das schon der Fall, da wir hier eigentlich fast durchgehend im Schleichkreisen, also im Kreis schleichen natürlich. Im Schleichkreisen, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Oh, Junge, du bleibst da am Trecker, was machst du da? Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, die beobachten, wer wo lang geht. Ah, da ist die Nonne. Da ist eine Nonne, sehe ich doch da hinterm Auto. Wunderbar, da kommt sie schon wieder mit den High Heels in den Latexhosen um die Kurve geschlendert. Ich gehe auf die Entfernung aus, dass es Hosen sind. Aber der eine bleibt natürlich schön da vorne am Maisfeldrand stehen, ne? Der jetzt gerade zurückkommt. Das wären so die Stellen, wo ich mir gut packen könnte. Was macht die Nonne? Die steht noch da rum. Da ist noch einer. Ein dritter. Ja, kümmer du dich mal um den Trecker da.
Ja, so ist perfekt. So ist perfekt. Da bin ich schön. Ah, oder? Nicht umdrehen. Nicht umdrehen, Junge. Schade. Also, ich glaube, das hätte ich mir genau in dem Typ, in dem Moment schnappen können. Das habe ich ein bisschen versemmelt. So, wieder ab ins Maisfeld. Jetzt haut er nach hinten ab. Wie gesagt, eine Nonne haben wir ja hier. Also. Ganz schön krank eigentlich Nonnen töten, aber egal. Ich find's cool, mir macht Spaß. Ich hoffe, euch geht's ganz genauso. Ah, da ist wieder der andere am Trecker. Da kommt die Nonne wieder raus. Ich würde hier gerne beim Vornamen ansprechen. Ich weiß ja gerade momentan nicht, wie sie heißt. Das sehe ich erst, damit ich ein Ziel nehme. Also sprich, genau in ihre Richtung gucke. So, jetzt gehen wir hier mal ruhig rüber. Wo er hier immer ins Mais guckt. Der andere geht vorbei. Jetzt guckt er natürlich genau in unsere Richtung. Ja, solange wir uns nicht bewegen, kann nichts passieren. Guckt er hier rein. Wollt ihr bitte ranschleichen? Noch, na komm, wo ist meine Drossel? Oh, Angst. Wo ist er? Er steht noch da hinten. Okay. Dann gehen wir jetzt hinterher. Wir wissen ja schon, dass er sich gleich am Trecker runterbeugt. Ja, er guckt immer wieder unter den Trecker. Doofe Idee. Da haben wir ihn. Ab mit ihm ins Maisfeld schnell. Da kommt der andere zurück. Das Einzige, was irgendwie ein bisschen komisch ist, dass sie sich gar nicht wundern, dass ihre Kameraden weg sind. Aber man muss es ja auch nicht zu schwer machen. Oh, immer noch zwei Wachen plus die Nonne. Die bückt sich da hinten an der Maschine immer runter. Das ist natürlich weit auf der Straße, der Kerl, ne? Beobachten, gut, die schön beobachten, nichts versemmeln hier. Einfach nichts versemmeln, schön langsam. Wie gesagt, Hitman ist ein Spiel der Ruhe. Wenn man es überstürzt, ist man tot. So, er ist jetzt ja mittlerweile alleine, hat ja kein. Ah, okay. Ach, da hinten sind noch. Ah, scheiße, da stehen ja auch noch drei Mann rum. Ah, bis dahin geht er also. Bis dahin und nicht weiter. Ah, da kommt er auch ran ans Maisfeld. Auch schön. Ich bin natürlich noch ein bisschen weit weg. Mal gucken. Die anderen beiden gucken ja gerade nicht. Oh, oh, Leute, ey. Na komm. Ja. Ja, also wusste ich doch. Wunderbar. Da ist er down. 7 von 11. So, die Nonne steht da wieder rum. Da kommt die andere Wache noch. Jetzt hat sie nur noch eine Wache und sich selbst als Schutz. Ja, jetzt gehen wir mal andersrum. Da ist einer. Da. Ah, sie geht ins Haus rein. Okay. Ah, er kommt hierher zurück. Schade. Ah, er geht da lang. Ihr habt immer auch schön das Radar beobachten. Das hilft euch immer. Mist, da dreht er sich genau um. Gerade wo ich mich so schön in seinen Rücken schleichen wollte. Der untersucht da die Fässer. Und dann? Dann dreht er um. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Jetzt muss nur der andere sich seinen Arsch mal wieder bewegen. Die Nonne kommt aus dem Haus raus. Er guckt nach da. Das müsste eigentlich passen. Das sollte passen. Da ist auch ein Kontrollpunkt. Ja, da haben wir ihn. Perfekt. So, wieder schön im Mais verstecken, den Kerl. Ja, so entledigen wir uns langsam den ganzen Leuten hier. Es gibt wirklich mehr als genug. Was war? Was hat er gesagt? Ach cool, hier kann ich mich verstecken als Vogelscheuche. Geil. Stromkabel. Okay, keine Ahnung, ob sie hier drin auf Klo geht oder was immer sie macht, aber... Oh! Ich glaube, die haben wir gerade geröstet. Die Luisa war das. Luisa Kane.
Dann können wir auch hier den Kontrollpunkt aktivieren. Ah, Schutzniedriger, auch eine Herausforderung geschafft. Wunderbar. Die erste Nonne ist down. Zwei to go. Ah, Stromschlag war auch eine Herausforderung. Haltet die Augen offen. Der Verdächtige könnte in der Nähe sein. Nämlich direkt an deinem Arsch, mein Junge. Oh, scheiße, das ist ein zweiter. Oh. Ey. Es ist so knapp. Na komm, verpiss du dich, damit ich mich um deinen glatzköpfigen Kameraden. Der hat meine Frisur, das geht gar nicht. Du voraus. Wie gesagt, meine Frisur, das geht gar nicht. Ja, das hast du davon. Such dir in Zukunft einen anderen Friseur. So, zwei to go, würde ich sagen. Da ist der nächste. Nicht bewegen. Gut, hier. So, jetzt schön in seinen Rücken. Nicht umdrehen, Junge, weil ich möchte nämlich. Hä? Wo ist meine Drossel? Hallo? Da. Ja, manchmal ein bisschen komisch. Also es hätte, glaube ich, naja, egal. Wir haben es geschafft. 10 von 11. So, einer fehlt noch. Und zwei Nonnen noch auf der Liste. Ja, mir macht die echt Spaß im Maisfeld. Ich finde das cool. Jetzt weiß ich auch, warum mein Hund so gerne im Maisfeld spielt. Wir dürfen den Kerl nicht oder Weizenfeld verlieren. Oder was auch immer. So, da haben wir ihn. Also, da haben wir doch unsere Herausforderung geschafft. 11 von 11. Perfekt. So, da guckt wieder einer doof. Ach, zwei Nonnen to go. Ja, die ganzen Morde bringen natürlich wieder mächtig Minuspunkte. Aber sei es drum, es macht Spaß. Minus 437, nicht Ziel Todesfall. Oh oh. Puh, das war knapp. Ey, ich bewege mich noch kaum. Dreh dich um da, du. Der war auch bei meinem Friseur. Ich muss mal mit meinem Friseur reden, dass der mir mal ein bisschen Rabatt gibt, wenn die alle meine Frisur nachmachen. Gut, der will sich nicht umdrehen, gehen wir woanders lang. Nehmen die Leiche hier schön noch mit. So, jetzt haben wir die hier fallen lassen. Oh, der kommt gerade in unsere Richtung, das ist schlecht. Schlecht für ihn, so würde ich sagen. Nein, ich lasse den jetzt erstmal leben. Erstmal. Das Radar. Zwei gucken die Straße hoch. Oder? Ah ja, genau da. Da ist mindestens einer von den zwei, die ich gerade meinte. Gehen wir mal zurück, wieder auf die andere Seite vom Feld. Wenn wir schon hier sind, gehen wir einfach auf Nummer sicher, werden den Kontrollpunkt nochmal aktivieren. Das war das, was ich vorhin gesagt habe. Habt ihr den einen aktiviert, ist der andere wieder freigeschaltet. Also wir können den jetzt hier also erneut aktivieren und haben dann unseren aktuellen Fortschritt damit gespeichert. Das ist also wirklich eine sehr, sehr praktische Sache. So, jetzt bin ich mal kurz marschiert. Vielleicht guckt mich einer doof an, da. Er rennt direkt an mir vorbei. Der hat mich fast gerammt. Ja, die Straße ist dann noch gut belebt auf jeden Fall. Wir haben jetzt erstmal da hinten gespeichert. Oh. Schnell wieder ins Maisfeld. Das war der Typ da hinten bestimmt immer, der immer die Straße hochgeht und dann ja mal kurz in unsere Richtung schaut. So, bewegen wir uns mal Richtung Nonnen. Oh, eine Menge Zeug los. Wir dürfen den Kerl nicht verlieren. Na, komm, wo ist meine Drossel? So, komm. Hä? Hallo? Ich verstehe es nicht.
Da. Also er war doch wirklich direkt hinter ihm, oder Leute? Ich finde, ihr müsst euch merken, 15 Minuten 4, Goody war direkt dahinter und das Spiel hat ihm nicht Erdrosseln angeboten. Frechheit. Und noch einer. Diesmal klappt es sofort, so soll es sein. Aber wie gesagt, das sind alles nur die Wachen. Wir haben jetzt noch das Ziel, unsere beiden Nonnen. So, machen wir jetzt nochmal den Kontrollpunkt hier sicherheitshalber aktivieren. Um einfach auf Nummer sicher zu gehen, damit wir, falls es irgendwo scheitert, nicht wieder so weit hinten anfangen. Da kann sich das auch noch 2-3 Kills auf jeden Fall lohnen, finde ich, wenn man eh dran vorbeikommt. So, jetzt nähern wir uns mal hier Richtung Zielgebiet. Na, der guckt gerade in die falsche Richtung, da kann ich rüber. Also das heißt für mich in die richtige Richtung. Für seinen Job in die falsche. Sie haben in die falsche Richtung geguckt. Kündigung. Oh, noch ein Glatzkopf. Weg mit ihm. Oh, da verschleichen die auch durchs Maisfeld. Also wirklich. Ganz blöde Idee. Oh, Leiche gefunden. Welche Leiche hat der denn gefunden, bitteschön? Ach, der hat bestimmt die Nonne gefunden im Haus. Die habe ich ja nicht versteckt. Die habe ich ja da drin liegen lassen. Ganz ruhig, Jungs. Lassen wir ihn zu uns kommen. Ich komme zu euch und zwar schon die ganze Zeit. Ah, da ist die nächste. Ah, Jacqueline. Jacqueline. Eine Ossi-Nonne. Oh, Entschuldigung, der war böse. Nein. Ah, sie geht ins Feld. Ach, wie lieb von ihr. Lassen wir sie am Leben. Oh, das ist noch ein Kerl. Ups, da hätte ich fast zugeschlagen. Glauben Sie, das macht uns Spaß, 47? Wir haben sie sind eine Problem. Inspiration für uns alle. Geben Sie sich, ich verspreche, behandelt. Ja, genau, ihr behandelt mich mit Würde. Sollst du lügen? Naja, eine Nonne, die sich in Latex kleidet, lügt wahrscheinlich auch. Nipp. Agent 47, wir haben das Feld umstellt. Wenn sie sich jetzt ergeben, ist Travis zu einem Deal bereit. 10 Gebote sind wohl nicht ihr oberstes Gebot. Er hat Minirock an, oder? Jacqueline ist down, also weg mit Jacqueline. So, ihre Wumme nehmen wir mit, aber wechseln gleich wieder auf unsere Klavierseite. Eine noch. Eine einzige noch, dann haben wir das hier auch geschafft. Ah, da steht sie doch schon. Und steht direkt unter so einer, fast direkt unter so einer Palette. Na, jetzt geht sie zurück. Ist ein bisschen schwer zu erkennen, wann sie genau unter der Palette steht, weil dann können wir nämlich die Palette einfach oben wegknallen. Na? Ne, jetzt geht's ja dahinter, würde ich sagen, lang. Vielleicht mal ein bisschen Instinkt gleich verbraten. Na, die kommt ja gleich zurück, die kommt zurück. So, jetzt wieder schön geduldig sein, zumal ihr seht ja hier leicht rechts von mir steht schon wieder so ein Glatzkopf rum. Mit dem will ich jetzt nicht gerade Bekanntschaft machen. Na Mädel, wo bist du? Komm zurück. Ah, da kommt noch ein Kerl. Ich warte aber auf die Nonne, Junge. Schick mir die Nonne vorbei. Oh. Schon wieder einen Toten gefunden? Wen denn jetzt? Hm, die andere Nonne, die ich gerade platt gemacht habe, ich meine, die liegt doch beim Eisfeld. Die ist zwar nicht gut versteckt dann. Ah, da ist er, da ist er. Mal kurz ein bisschen Instinkt angeschmissen, so. Stellungen einnehmen!
Jetzt gleich. Ne? Wo ist sie denn? Na, perfekt! Lassandra Dixon eliminiert. Lassandra war also die aggressive letzte Dame. So, was soll ich jetzt in Kommandoposten finden? Sanitäter sind unterwegs. Aber hat doch geklappt, wunderbar mit der Palette. Genau, entspannt euch. Ich bin gar nicht da. Na, hier komme ich irgendwie beschissen lang, oder? Oh, ist ein Dritter. Hier bahnt sich was an. Möglicherweise ein Unbefugter. Jetzt sind sie hier gerade ein bisschen nervös hier. Aber eigentlich stehen die gar nicht mehr auf Sucht. Ich meine, da hinten haben wir so ein paar gelbe. Aber die weißen sollten eigentlich nicht suchen. Oh, ist hier was los. Das sind viel zu viele. Na, hauen die jetzt komplett ab? Kann ich wieder umdrehen? Oder muss ich wieder ein paar von ausschalten? Die machen mich nervös. Okay, alles gut. Ah, hier ist eine Leiche. Wir bleiben in Alarmbereitschaft. Sicher ist sicher. So, mal die Verkleidung gewechselt. Ja, Vogelscheuche haben wir ja gehabt. Eigentlich sollte ich das mit meinem vorhandenen Instinkt das auch schaffen, da bis zum Zielpunkt zu kommen. Weit ist es ja nicht. Ihr seht es ja auf dem Radar. So, jetzt kommen wir hier einfach aus der Deckung. Und wenn einer blöde guckt, schmeißt man Instinkt an. Wir verfolgen die Zielperson. Achtung! Zielperson ist flüchtig. So, nehmen wir noch die Waffe. Kommandoposten gefunden. Wo ist das Handy hier? Oh nein, hinter mir ist... Ach, dann also. Saint, Statusbericht. Saint, hören Sie mich? Statusbericht. Mission gescheitert. 47. True Abyss. Ich habe ihnen vertraut. Sie hatten eine Mission und haben die Agency verraten. Sie haben mich gedemütigt. Tja, Leute, das war's. Das war der zweite Teil der Latex Non, die Heiligen The Saints. Wir haben sie alle ausgeschaltet. Sind dabei wunderbar durch den Mais gekrochen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch ganz genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich finde, Hitman ist einfach mega cool. Das ganze Spiel, es macht mir einen Wahnsinn Spaß. Und ich hoffe, das Zuschauen macht genauso viel Spaß, auch wenn es immer wieder mal ein paar kleine Stellen gibt, wo wir warten müssen, um abzuwarten, was passiert. Ich würde mich sehr darüber freuen, über einen kleinen Kommentar unten. Oder wenn euch das Video so richtig gut gefallen hat, lasst ruhig ein Abo da. Das zeigt mir so ein bisschen, ich mache hier meine Sachen einfach richtig so, dass es euch gefällt und wir einfach gemeinsam Spaß haben. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage so long und goodbye. Keep gaming, euer Goodie.